Das ist falsch. Edward Snowden hat einmal gesagt, das ist so, als würde man sagen, wir brauchen keine Redefreiheit, weil ich nichts Wichtiges zu sagen habe. Jeder hat wichtige Daten auf seinem Rechner, von denen er nicht möchte, dass sie öffentlich werden. Man denke nur an Passwörter, die sehr oft auch einen Bezahlvorgang auslösen können. Außerdem muss man auch bedenken, dass Angreifer es manchmal auf Dinge abgesehen haben, die gar nicht so offensichtlich sind. Manche von ihnen beispielsweise möchten sich Rechenzeit stehlen, die sie benutzen, um andere Systeme zu attackieren. Ein anderes Beispiel sind Trojaner, die die Festplatte verschlüsseln und die Daten nur dann wieder freigeben, wenn man ein Lösegeld dafür bezahlt hat. Oder auch ein sehr schlimmer Angriff kann darin bestehen, dass belastendes Material auf die Festplatte eines Nutzers aufgespielt wird. Ein solcher Angriff kann bis hin zur sozialen Vernichtung führen.